Hallo Freunde und willkommen zurück zu Guild Wars 2. Heute Samstagabend, letzte Folge Dschungelcamp 2014. Nicht nur das, sondern auch endlich wieder eine weitere Folge Guild Wars 2. Wir nehmen das zum Anlass, das Dschungelcamp hier immer noch in diesem wunderschönen Wald, der so ein bisschen aussieht wie ein Dschungelcamp, weiterzumachen. Ihr seht es vielleicht, der ein oder andere. Ich habe in der letzten Folge Post geschickt bekommen, und zwar eine neue Rüstung. Ich habe diese neue Rüstung angelegt. Verschiedene Waffen waren dabei. Das müssen wir jetzt mal ein bisschen testen. Ich habe hier gerade so einen langen Stab in der Hand. Damit lässt sich ganz gut kämpfen. Das müssen wir aber nochmal schauen. Ich habe jetzt vor allen Dingen mal mit einem angefangen, und zwar meine Fähigkeiten, die ich hier habe. Wir haben ja hier verschiedene Fähigkeiten. Ich kämpfe die ganze Zeit immer nur mit der Feuereinstimmung, aber es gibt hier noch die Wassereinstimmung, die Lufteinstimmung und die Erdeinstimmung. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen dabei. Man muss immer mit dieser Fähigkeit kämpfen, um hier alle fünf von diesen Fähigkeiten auszubauen. Und da bin ich jetzt dabei. Ich bin hier aktuell bei der Lufteinstimmung und werde damit jetzt noch ein bisschen kämpfen, bis ich fünf Fähigkeiten ausgebaut habe. Dann gehen wir weiter zur Erdeinstimmung und dann gucken wir alle nochmal durch, ob die wirklich alle komplett sind. Und dann schalten wir mal während dem Kampf so ein bisschen durch, damit wir da mal ein bisschen weiterkommen, damit es mal ein bisschen vorangeht. Ihr seht auch noch was, und zwar hier auf der 7, da liegt eine weitere Fähigkeit, die Siegel des Feuers. Ich kann euch das gerade mal zeigen. Wenn ich jetzt hier auf die Taste H drücke, mein Heldenmenü, dann klicke ich mal hier Fertigkeiten und Eigenschaften, Slotfertigkeiten. Und hier kann ich das auswählen. Je nachdem, wie viele Fertigkeitspunkte mir zur Verfügung haben, kann ich hier in diesen Slots eben Fertigkeiten reinsetzen. Ich habe mich hier entschieden für den Siegel des Feuers. Verbessert die kritische Trefferchance, also passiv und aktiv bewirkt Verbrennungen bei eurem Gegner. Aber es gibt hier noch eine Menge andere schöne Sachen, die können wir uns dann auch mal betrachten, wenn es denn soweit ist. Ja, das habe ich gemacht. Wir haben ja in der letzten Folge, naja, ich will nicht sagen versagt, aber wir wollten hier zu diesem Punkt hier, wir müssen wahrscheinlich gar nicht mal von der Richtung aus, sondern von der Richtung aus hier, einfach hier hochlaufen. Und da sieht man auch, da ist die Zahl 6 in Klammern, das heißt, das müsste das Level sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Wir müssten das locker schaffen. Ich würde einfach mal in diese Richtung weitergehen und wir campen so lange hier auf der Lufteinstimmung. Schauen wir einfach mal, wie das klappt. So, die Richtung ist schon mal richtig. Ein auferstandener Leibeigner. Da können wir auch gleich mal diese neuen Fähigkeiten testen. Kommt alle, sagt er. Aber niemand hört auf ihn. Ich kann hier einfach stehen bleiben. Die machen sowieso keine Schaden mehr. Die sind im Level doch ein bisschen zu niedrig. Dann kommt es natürlich noch dazu, dass wir ein wenig bessere Rüstung haben. Ihr seht, ich versuche da mal einfach verschiedene Fähigkeiten zu benutzen. Jetzt sind wir außer Reichweite gekommen. So, der kommt angerannt. Und hat mich leider getroffen. Das mit dem Ausweichen, das muss ich natürlich noch trainieren. Das ist ganz klar. Neues Event in der Nähe. Ich will jetzt aber einfach mal weitergehen. So, da ist auch der nächste. Die kleinen Gegner sind auf jeden Fall ganz gut, unsere Fähigkeiten hier auszubauen. Ihr seht, das hier, Windgeschwindigkeit, das kommt als nächstes 20% freigeschaltet. Man sieht, dass das wird dann hier so heller. Und wenn dann bei 100% sind, machen wir mit der nächsten Fertigkeit weiter. Wir machen hier nicht so viel Schaden. Feuer, die Feuereinstimmung ist natürlich prädestiniert dafür, Schaden zu machen. Ganz klar. Aber wie gesagt, um richtig spielen zu können, muss ich alle Fähigkeiten freischalten. Und das machen wir jetzt mit diesen schwächeren Gegnern. So. Der ist erledigt, sehr schön. Und wir gehen einfach mal weiter. Also ich finde, dass die Feuerfertigkeit besser geeignet ist zum Kämpfen. Was hier ganz schön ist, ist die Nummer 3. Die Böe schleudert die Gegner mit einem Luftstoß zurück. Das ist ganz nett. Gefällt mir ganz gut. So, und hier ist die nächste Quest. Da wollten wir schon in der letzten Folge hin. Heinhüter Spion Alarin. Nutz den Moment. Ruhe, meine Verkleidung mag überzeugend sein, aber der Albtraumhof ist ständig auf der Hut. Dies sind wahrlich dunkle Zeiten. Sie entführen Dorfbewohner von Astoria und bekehren sie zu ihrem Glauben. Was kann ich tun, um zu helfen? Wenn euer Mut euren Überzeugungen gleichkommt, dann kann ich euch als Mitglied des Albtraumhofs verkleiden. Gelingt die Verkleidung, könnt ihr euch im Wilddorn einschleichen und den üblen Machenschaften dort ein Ende bereiten. Ich werde tun, was nötig ist. Sobald ihr bereit seid, könnt ihr die Verkleidung anlegen und euch in Wilddorn einschleichen.
Oha. Schauen wir uns das doch mal an. Na, das wäre doch mal was fürs Dschungelcamp. Sieht richtig cool aus. Da sind ein paar Gegner. So, was sollen wir hier machen? Ihr stört die Aktivitäten des Albtraumhofs in der Wilddornhöhle. Sprecht mit Haienhüter Spion Alarin, wenn ihr die Wilddornhöhle betreten wollt. Haben wir doch schon. Seid ihr erstmal in der Höhle, besiegt die Albtraum-Duellanten. Beruhigt die Hunde, räumt die Dornbarrieren beiseite und helft den Gefangenen. Okay, schauen wir mal. Wir gehen einfach mal rein. Übrigens sehe ich ziemlich geil aus. Und sie brechen wie Äste. Ja, das sieht cool aus. Geil. So. Albtraumhunde. Die sollen wir aber nicht töten, oder? Die sind noch gut. Warte mal, besiegt die Albtraum-Duellanten. Was sind denn die Duellanten? Dornenbarriere. Albtraum-Duelland. Der Gestank des blassen Baums haftet euch an. Seid ihr neu hier oder habt ihr den Hain ausspioniert? Meine Anwesenheit dort stand ganz im Dienste des Albtraums. Könntet ihr frisch Erwachte finden, wie die wir auf was die wir auf unsere Seite ziehen können? Wie er frei von Albtraum geboren ist, der ist wackeren Herzens. Dann seid ihr ein Versager, dem eine Lektion erteilt werden muss. Ein wahres Herz weint um die Leiden der anderen. Lass die Lektion beginnen, jo. Lass die Lektion beginnen. Wir kämpfen weiter in der Lufteinstimmung. Obwohl er schon so ein bisschen Schaden macht, der Sack hier, ne? Dafür, dass er nur Level 6 ist, gar nicht so verkehrt. So, den haben wir hier fertig gemacht. Ihr habt eure Stärke bewiesen. Ich habe kein Verlangen, noch einmal mit euch zu kämpfen. Freut mich zu sehen, dass ihr eure Feigheit nicht länger verbergt. Diesmal könnt ihr triumphieren, aber passt auf, dass ihr euch nicht dabei verschluckt. Leb wohl, mein Freund. Ja, dann gehen wir mal zum nächsten. Beziehungsweise wir sollen noch was machen, ne? Und zwar die Hunde beruhigen. Wie beruhige ich denn die Hunde? Die Welpe beobachtet euch ganz genau. Er wirkt neugierig. Spielt mit dem Welpen. Ja, da freut er sich. Ja, wer hätte nicht gerne so einen Hund bei sich zu Hause? So, wir gehen nochmal weiter. Da ist der nächste Duellant. Den werden wir jetzt auch kalt machen. Ich lese das nicht vor, weil es führt ja nur dazu, dass wir gleich einen Kampf haben. So, auch der wäre besiegt. So, und ihr habt gesehen, ich habe eben gerade während dem Kampf auf die Taste 7 hier gedrückt. Das ist einfach das aktive Siegel. Bewirkt Verbrennungen bei eurem Gegner. Passiv, das heißt, da müssen wir nichts machen. Das passiert immer. Verbessert kritische Trefferchance. So, da ist eine Wache. Was haben wir hier? Eingang zur Wilddornhöhle. Nee, da will ich da nicht rein. Ich will noch mal ein bisschen hier in diesem Bereich bleiben. Gehen mal weiter davor. Wen haben wir hier? Albtraum-Rekruten. Albtraum-Dornenwolf. Mit dem können wir nichts machen. Da müssen aber noch weitere Duellanten sein. Oder sollen wir in diese Wilddornhöhle? Ist doch komisch, ne? Wir sollen tatsächlich diese Wilddornhöhle betreten, glaube ich. Na gut, dann machen wir das halt. Da oben ist noch hier. Ach, das ist die Wilddornhöhle. Ich dachte, das wäre was anderes. Verdient da einen Fertigkeitspunkt, aber das ist weiter oben. Ich kann das mal gerade auf der Karte anschauen, dass ich nicht ganz so bescheuert dastehe. Das ist die Wilddornhöhle und das ist der Fertigkeitspunkt. Da müssen wir aber wahrscheinlich von außen hin. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal in die Höhle rein. Die Frage ist, wo war das hier, ne? Gerade eben stand man noch davor, jetzt finde ich es nicht mehr. Es war doch hier irgendwo. Ich glaube, hier sind wir richtig. Eingang zur Wilddornhöhle. Das ist der Ausgang aus Wilddorn. Wenn ihr das Gebiet verlasst, endet eure Verkleidung. Nee, bleibt im Wilddorn. Ich will ja... Ich habe mich eben schon gewundert,
und dachte mir, das ist doch schon Wilddorn. Wieso soll ich denn jetzt da noch rein? Dann muss aber hier noch mehr zu tun geben. Albtraumjunge ist da zum Beispiel. Gute Welpe. So. Ja, so beruhige ich wahrscheinlich die Hunde hier. Mit denen hier kann ich nichts machen. Doch, mit dem Alpha-Hund. Der Alpha hat dieses verschreckte Rekruten in die Enge getrieben. Lasst ihn ruhen. Na los, husch! Ich stehe in eurer Schuld. Aha. Das geht also mit einem einfachen Satz, lasst sie in Ruhe. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Beziehungsweise sagen die mir auch irgendwas? Warte mal. Als ich aus dem Traum erwachte, fühlte ich mich zum Albtraumhof hingezogen. Es war eindeutig mein Schicksal, mich dem dunklen Hof anzuschließen. Ich habe wohl noch viel zu lernen. Sagt mir, was ihr wisst. Ich weiß, dass der Schmerz zum Leben gehört. Wahre Stärke erwächst nur aus dem Leid. Weil die Träumer den Schmerz, das Leid und den Tod ablehnen, vermögen sie niemals das wahre Geschenk des Lebens zu erkennen. Träumer? Diejenigen, die den Traum und Ventaris Lehren als den einzig wahren Pfad betrachten, ähnlich wie die Lautlosen, haben auch sie sich von einem großen Teil des Universums abgeschieden. Mhm. So, wieder was gelernt. Aber ich will jetzt noch ein bisschen weitermachen. Und zwar mit dem nächsten Duelland. Fangen wir an. Ja, komm, hau doch mal drauf. Der macht schon ein bisschen Schaden hier, der Sack, aber ist egal. Wir schaffen das ganz gut. Da brauche ich auch nicht auszuweichen oder so. Okay, wenn er mal da unten drauf schaut, dann ist die Windgeschwindigkeit mittlerweile bei 80%. Am Anfang war sie noch bei 20%. Das heißt jetzt nochmal 20%. Und dann haben wir die nächste Fähigkeit freigeschaltet. Das schaffen wir wahrscheinlich noch hier in dieser Höhle. So, was mit euch los hier? Harter Boden bricht die Wurzel. Irgendwas mit Hunden trainieren. Ich weiß, das hab ich jetzt durchgeklickt. Ich suche hier aber noch so ein bisschen mehr Action. Wir laufen hier als in der gleichen Umgebung rum, aber es muss doch hier noch mehr geben irgendwo. Beseitigen. Ah, okay. Das sind nämlich noch zwei Hunde hier. Spielt mir die Welpen, schimpft die Welpen aus. Nee, warum sollte ich die ausschimpfen wollen? Ich mag doch diese Welpen. Den nächsten nehmen wir auch gleich direkt. Und wenn ihr dann da oben rechts schaut, das ist hier, wie weit diese Quest abgeschlossen ist, dann haben wir jetzt schon mehr als die Hälfte. Aber es fehlt natürlich noch ein bisschen was. Das muss hier aber auch irgendwo sein. So, jetzt muss ich mal das hier mir ganz in Ruhe betrachten. Da vorne führt er auch noch einen Weg hoch. Lass uns mal dahin gehen. Da ist auch noch ein Duelland, ne? Genau. Und wie gesagt, mit dem Feuer, mit der Feuerfertigkeit hier in der Feuereinstimmung würde ich natürlich wesentlich mehr Schaden machen. Aber ich will die anderen Fähigkeiten auch nach vorne bringen, sodass wir dann später immer schön spielen können. Man kann dann nämlich rein theoretisch, man fängt mit der Feuereinstimmung an zu kämpfen, verballert da die Skills in der richtigen Reihenfolge, schaltet dann um auf die nächste Einstimmung und immer so weiter. Und wenn man dann alle durch hat, dann hat man praktisch ohne Zeitverluste, kann man direkt wieder zur Feuereinstimmung wechseln und kann alle Skills wieder benutzen. Das ist eigentlich das Ziel der Sache. So. Hier ist auf jeden Fall ein neuer Bereich. Ah, da ist auch hier. Dieser dunkle Dornenfleck sieht aus, als wäre eine Art Gebietsmarkierung. Durchwühlt ihn und findet heraus, was er markiert. Wir bringen euch in ein besseres Jahr. Warum wehrt ihr euch? Hört nicht auf ihre Worte. Kämpft ums Überleben, das ging aber schnell hier. So, warte mal hier. Zupackende Erde. So, ich schau noch mal ein bisschen ab hier.
Das ging mir jetzt doch ein bisschen zu schwer. Kämpft ums Überleben, da ist doch gar keiner mehr. Ihr seid besiegt. Na super. Das hatte ich diesmal nicht so ganz drauf. Zu einer Wegmarke zurückkehren. Nee, ich will doch hier weitermachen. Ich gehe jetzt nochmal zurück, aber ich denke nicht, dass die Quest verloren ist. Wir werden das nochmal testen. Wir müssen das gemeinsam ein bisschen testen. Denn ihr wisst ja, ich bin hier noch nicht so perfekt, alles andere als perfekt in Guild Wars. Och, jetzt kommen die Penner hier angerannt. Na super. Notfalls schalte ich halt dann doch mal um auf die, die Windgeschwindigkeit ist fertig. Ich wollte gerade sagen, notfalls schalte ich halt doch noch mal um auf meine Feuereinstimmung. Wenn dann die Gegner ein bisschen besser umfallen. Och, Junge, bleib doch mal locker, ey. Greift mich hier an, der Sauhund. Oh, das sind noch andere Spieler. Das trifft sich gut. Dann sollte es etwas leichter gehen. So, ihr seht, die Quest ist wieder aufgegangen. Der Fortschritt wurde gespeichert. Das heißt, wir müssen jetzt nicht von vorne anfangen. Die anderen Spieler, die gehen da jetzt gerade hin. Ich gehe jetzt aber hier durch. Beziehungsweise ich versuche da jetzt irgendwie durchzukommen. Eingang zur Wilddornhöhle. Ihr seid nicht als Mitglied... Achso, ich muss mich verkleiden. Hä, wer bist du denn? Die Fluten fließen, wenn ich es will. So, ich habe gerade umgeschaltet auf die Feuereinstimmung. So, der ist hin. Beziehungsweise, warte mal, das sammeln wir natürlich noch ein. Jetzt muss ich mich verkleiden. Solange ich Wache habe, seid ihr sicher. So, ich habe das jetzt weggeklickt. Und jetzt sind wir wieder in der Wilddornhöhle. Und da mache ich jetzt einfach mal weiter. Da gehen wir nochmal hinten hin. Zu diesem Fertigkeitspunkt, den ich dann hoffentlich auch gleich erledigen kann. Wir sind ja momentan in der Feuereinstimmung unterwegs. Wir müssen da hoch, ne? Vielleicht klappt es jetzt besser. Wenn es nicht klappt, dann ist es halt so. Mein Gott, ist nicht schlimm. Dann kommen wir halt nochmal wieder, wenn wir stärker sind. Dornbarriere. Ah, dann kommen die wieder angerannt. Ne? Da bin ich gleich wieder hin wahrscheinlich. Wie schaffe ich das am besten? Da habe ich erstmal noch hier... Wir machen jetzt erstmal die Quest fertig. Bevor ich da wieder am Dreck liege. So, der Hund liebt mich. Albraumhof aufgehalten. Ich spreche mit den Welpen. Sehr schön. Guter Welpe. Alles klar. Ja, ihr seht, noch ein ganz kleines bisschen und wir haben die Quest erledigt. Hier geht es wieder zurück. Haben wir dann hier irgendwo noch einen Duellanten? Da ist noch einer, direkt vor unserer Nase. Und wenn wir den dann haben, dann müsste es erledigt sein. So soll es sein, mein Freund, komm. Tja, ging relativ schnell. Da haben wir Post bekommen. Das ist unsere Belohnung. Ich bin noch immer beeindruckt, dass ihr den Albtraumhof infiltrieren konntet. Dazu gehört schon was. Mein Herz weint, wenn ich daran denke, welch schreckliche, grauenhafte Dinge sie den Unschuldigen antun. Wäre es ihnen gelungen, all diese armen Seelen mit Albträumen zu infizieren, hätten sie Leid über die ganze Gegend gebracht. Wir danken euch. Allaren. Alles nehmen. Alles nehmen. Alles muss raus. So. Sehr schön. So, Freunde. Jetzt haben wir hier die Fertigkeitsherausforderung. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Pause und wir werden das in der nächsten Folge nochmal testen. Vielleicht schaffe ich es, ich will den Punkt auf jeden Fall haben. Wir werden uns den auch schnappen und notfalls hole ich mir halt Unterstützung von euch und zwar wirklich von euch. Viele meiner Zuschauer von den Folgen spielen Guild Wars 2 selbst, was mir sehr gut gefällt. Mit dem einen oder anderen habe ich mich sogar schon in Skype unterhalten, bin hier sogar schon ein bisschen im Spiel durchgerannt, also sehr schön. Wenn ich da Hilfe brauche, kann ich mich auf euch verlassen. Vielen Dank dafür auch. Vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle schon mal. Ich weiß, mit Guild Wars 2 habe ich so meine Schwierigkeiten, aber Guild Wars 2, ich sage es immer wieder, spielt sich halt auch ein bisschen anders als andere Online-Rollenspiele. Aber das Ganze macht es dann noch etwas spannender. Schaut doch mal. Es ist doch einfach göttlich. In diesem Sinne, macht's gut, wir sehen uns in Kürze. Bis dann.